der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich bin heute unheimlich gerührt. Ich kann es ja gar nicht sagen. Ich komme auch nicht aus der Maske, was ich gern und oft tue, weil wir haben eine ganz hübsche Maskenbildnerin. Aber ich bestehe einfach nicht neben dieser, schauen Sie mal, neben diese Expressivität. Das ist einfach Schönheit. Er spricht sogar von Schönheit und hat am wenigsten nur an Ohren. Dann, apropos was? Ich sag nichts, gell? Ich rede ja bloß. Ja, ich sage ja nichts. Damen und Herren, dieser Besuch der damischen Ritter in unserer bescheidenen Redaktion ist deshalb so wichtig, weil die damischen Ritter werden ja dieses Jahr 90 Jahre alt. Und 90 Jahre, das Verein. Ist schon ein Alter. Verein. Was? Nee, die damischen Ritter. Der Verein? Verein, ja, ja. Ach, ihr seid doch gar nicht so alt. Ich meine, ihr schaut es nur so aus. Ja, wir schauen uns auf alt schminken. Das ist nur das Problem, wissen Sie, weil die damischen Ritter ist ja ein historischer Münchner Faschingsverein, der eigentlich dazu gegründet wurde, um besonders schön zu singen. Aber mittlerweile haben sie ein völlig neues Vereinsziel, einen Vereinszweck, sagt man da ja. Vereinszweck steht ja auch im Vereinsregister drin, entdeckt. Nein, im Vereinsregister, da ist auch der Vereinszweck. Also in der Satzung steht es ja bestimmt auch, aber die kenne ich nicht. Na, die Herren führen den Faschingszug durch. Und das ist natürlich schon etwas, wo ich sagen möchte, Respekt. Zu dritt an Faschingszug, das ist natürlich, oder? Erzählt den Lied, gell? Ich fahr voraus und winkt mit dem Fahndl hinten an. Ich auf die Passanten sagen, wir waren die Heiligen Drei Kinder. Stell dir mal das vor. Die Heiligen Drei Kinder sind hochgeboren, sie kommen daher mit Stiefel und Sporen. Sie reiten vor des Königs Herodes Haus. Der König, der grüßt gerade zum Fenster hinaus. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Kennst du das ein Gruß? Nein. Das kennen die wenigsten. Das haben wir gerade so zusammengedichtet. Nein, das ist irgendwie. Aber wir wollten ja, Damen und Herren, über die damischen Ritter sprechen. Viele sind ja viel zu jung, haben also noch nicht 90 Jahre auf dem Buckel und können daher die damischen Ritter eigentlich gar nicht kennen. Also ganz wichtig ist zu wissen, es gibt in München sogenannte Ehrenhelmträger und es gibt einen Ehrenstuhlträger. Sie wissen ja, die Sedisvakanz ist immer ganz wichtig und den Stuhl, den trage ich jetzt darüber, um mich da mal auf die andere Seite zu sitzen, weil man muss ja alles beleuchten. Ja. Und zwar hat dieser Mann, es ist ja die Schiene, ja, du hast so viele Orden an. Doch, sondern? Meine Frau und ich, wir fahren jetzt einmal nach Köln, weil uns das, der Karneval da drum gefällt. Es ist aber ein Sitzungskarneval. Es ist kein Straßenkarneval, das interessiert uns nicht. Und es ist einfach ganz was anderes. Und meine Frau beschenkt mich mit einem Orden und ich sehe, ja. Und da freue ich mich über recht. Und die zwei Orden, die ich habe, die sind von Köln. Das sind Kölner Orden. Echt, das sind echte Kölner Orden? Ja. Das ist zum Beispiel, das ist ein München Orden und das ist ein Köln. Von Köln, der ist von den Blauen Funken. Da waren wir jetzt vorletztes Wochenende drum. Und der ist von den Altstädter in Köln. Den kriege ich von einem Bekannten, von einem Freund. Der schickt mir den jedes Jahr nach München. Wobei ich dazu sagen muss, ich darf unseren Orden dem schicken. Ach so, echt? Und dann tragt er den auch? Der tragt den, ja. Der druckt den. Aber ja, haben wir 300 fürs Gemeindevolk. Mhm. Und die goldenen sind nur für die Mitglieder. Also jetzt bin ich aber total baff. Damen und Herren, ich habe nämlich am letzten Donnerstag, da war ich nämlich bei den damischen Ritter zu Besuch, wie man sagt. Nein, jetzt fange ich zum Stammeln an. Da habe ich. Nein, den halte ich schon selber. Schauen Sie, was ich. Nein! Schau her, du hast den nächsten Aspekt gekriegt. In Aspik. Ja. Da habe ich, schauen Sie, was ich da gekriegt habe. Da habe ich diesen Orden. Ja, und den hat mir der Herzog Kasimir persönlich verliehen. Ja. Und auch golden. Und der ist auch golden. Und Namen hast du auch drauf, gell? Und nicht bloß irgendwie, sondern auch richtig geschrieben. Schauen Sie, hinten ist mein Name praktisch eingraviert oder eingepunzt, könnte man auch sagen. Und er ist richtig geschrieben. Das ist eigentlich das einzige Schicksal, was ich ständig mit mir herumtrage und was sich nicht verbessert. Ja.
dass Griebel eigentlich immer falsch geschrieben wird. Ja, du, ich bin der deutschen Sprache mächtig. Ja, aber ein Griebel hat es schon auch gegeben. Ja. Es gibt nicht wenig Griebel. Also, ja. Ich habe mal früher immer so eine Fahrschule rumfahren sehen. Ganz früher in Maisach, ich glaube, das ist jetzt den Osten über. Du hast auch Griebel. Griebel, aber sonst ist Griebel, oder kennst du noch einen anderen Griebel? Nein, ich kenne keinen. Aber deinen Namen müssen wir irgendwann einmal, nachdem du so oft und so viel für uns gemacht hast, müssen wir mit meinem Namen auch irgendwann hinbringen. Ja, das sollte man meinen, gell? Und den hat man praktisch der Herzog Kasimir rumgehängt. Ja. Und jetzt habe ich ihn aber, jetzt ihr gekommen seid, nur in der Tasche gehabt. Weil, jetzt ist er. Jawohl! Er ist so schwer. Ist so schwer, man geht da immer ein bisschen gebeugt. Ja. Darum sind das die normalen Orden nicht aus Gold, sondern aus, was sind die, aus Blech, oder? Ja, wahrscheinlich aus Blech. Nein. Spritzguss. Und die machen wir deswegen so schwer, dass du ein bisschen eine demütige Haltung hast. Ach so. Ja, freilich. Du deswegen. Ja. Sonst gehst du aber so aufrecht, das geht nicht. Aber was ich jetzt gerade gehört, man darf die auch dann tragen, wenn man mit den Damenschnurritten jetzt nicht unterwegs ist, sondern wenn man beispielsweise in Köln ist und so nicht Damenschnurritten. Auf jeden Fall, da musst du sogar. Weil du kriegst selber, da sag ich, hey, wo habt ihr die Orden her, wo kommt ihr her und so weiter. Bist gleich mittendrin in der Gesellschaft und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Und wenn ich dazu sagen darf, die Kölner sind ganz nette Leute. Echt, die sind nett? Ja, doch. Also, ja, ich weiß schon, dass man das im Bad... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, du darfst noch einen Fehler nicht machen. Du darfst nicht Hochdeutsch reden. Okay. Das ist ein Fehler. Du, wenn du einen Dialekt redest, das mache ich grundsätzlich, bist schon mit dabei. Aber die verstehen die doch gar nicht. Ja, das ist jetzt aber sie bemühen sich, oder? Ja, sie lachen auf jeden Fall. Sie lachen auf jeden Fall einmal, nicht? Und das ist ja nicht verkehrt. Ja. Und da, aber du sollst natürlich auch nicht alles sagen, weil vielleicht ist der eine oder andere dabei, der dann doch was versteht. Ich verstehe. Und dann bist du zweiter Sieger, definitiv. München einmal ausgewandert ist. Dann jetzt machen wir mal eine kleine Pause. Und dann wollen wir uns im Anschluss noch über ein Thema unterhalten, das ganz wichtig ist. Und zwar sind es die Faschingsbälle in München. Es gibt viele Faschingsbälle, leider immer weniger, aber doch unter diesen vielen Faschingsbällen, da gibt es einen ganz besonders wichtigen. Und das ist nicht die Soiree der Nala, wie immer viele meinen, die jetzt ja 125 Jahre alt wird. Nein, es ist der Faschingsball der damischen Ritter. Weil da darf man richtig damisch sein, wenn man da hingeht. Aber man kann auch ritterlich sein. Man kann also, aber dazu gleich in Kürze mehr. Wenn Sie mir dann unterschauen, da zum Beispiel steht jetzt eine bunte Auswahl verschiedenster Getränke in Augustinerflaschen, die Ihnen uns die damischen Ritter mitgebracht haben. Holen Sie sich auch was zu trinken und dann werden wir praktisch jetzt alle Fragen beantworten, die mit dem Ball der damischen Ritter zu tun haben. Plural. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, das ist der kleine Kampfanzug der damischen Ritter. Am kommenden Samstag beim Ball werden sie noch ganz anders auflaufen. Da sind sie praktisch im Harnisch unterwegs, gewaffnet und gebürstet. Ihr habt ja da immer zwei verschiedene also Uniformen eigentlich, gell? Ja, zwei, manche haben auch drei. Echt? Ja, natürlich. Und dann haben wir natürlich noch ganz andere Hüte auf am Faschingsball. Also die dritte ist dann für den Faschingszug, oder? Dass es ein bisschen wärmer ist. Ja, ein bisschen wärmer ist, das ist richtig. Ja, da brauchen wir schon ein gescheites Gewand am Faschingszug. Ja, praktisch dann der Harnisch an Wollpolster, also so ein Schafwellpolster. Aber das sieht man nicht. Nein. Also am Samstag, Damen und Herren, ist der 27. Und das ist so wichtig zu wissen, weil, wie gesagt, da ist der Ball der damischen Ritter. Und das ist einer der letzten Bälle im Löwenbräukeller, wie er war. Was wäre jetzt eigentlich, wenn der jetzt umbaut, gell? Nein, umbaut wird nichts. Nein, ist nur der Wirtewechsel. Und der lässt nicht umbauen? Nein, glaube ich nicht. Die meisten Wirte profilieren ja dadurch, dass wenn sie so wissen. Das wissen wir nicht. Habt ihr nicht Angst? Das ist kein Wirt, sondern das ist der Eigentümer, der Neue. Das ist ein Unterschied, ja. Aber der Eigentümer ist schon ein Gastronom, also ein Wirt. Das ist ein Gastronom, natürlich. Reinbold steht ja für eine Dynastie Münchner, ja, Gastlichkeit, ja, trara. Er wird, sondern Eigentümer. Echt? Ja.
Aber nichts gewiss weiß man nicht, oder? Man weiß gar nicht. Aber, aber wissen Sie, die Damischen Ritter, Damen und Herren, das ist ja ein Verein, der Turmfalk, mal kurz ausgegliedert aus der Bürgersängerzunft, denen war das da zu langweilig vor 90 Jahren und dann haben sie so eigen und dann sind sie also in den Löwenbräukeller gegangen und da zum dort mal ins Turmstüberl und da sind sie heute noch. Und was ist jetzt, wenn der den Turm einfach wegreißt und da ein Familienhaus hinbaut? Und dann sitzt man da drin. Das ist jetzt ganz wurscht. Ja. Bleibt praktisch dem Orte treu. Der wird denkmalgeschützt. Echt? Ja, freilich. Der so Turm alt schauen Sie gar nicht aus. Ja. Ich habe mich auf jung schminken lassen. Ah, ja, ja, mei, ein bisschen Botox drauf und das geht alles. Na, ratzfatz. Und da ist dann praktisch am Samstag Ball. Ja. Dieser damische Ritterball. Ja. Richtig. Dann muss man sich das so vorstellen, wenn man noch nie dort war. Grandios, oder? Sehr gut, grandios, mit Programm. Liveband-Programm. Heuer haben wir natürlich zum 90. haben wir ein besonderes Ballett. 90 Jahre sind wir damisch, ist das Motto. Natürlich. Moosröschenballett. Moosröschenballett auch. Wir haben das Moosröschenballett, das ist ja Tradition. Und ein modernes Ballett. Das andere, das ist ja das Moderne. Ach so? Ja, freilich. Macht es ja Chest-Hans nicht neues? Nein, ich werde wahrscheinlich, die soll man nicht sehen können, ne? Aber wir vermuten, dass das aus verschiedenen Jahrzehnten da ein bisschen. Also Summary praktisch. Ja. Summary. Ja. Summary, das ist der richtige Ausdruck. Ja. Moosröschen ist eine eigene Baustelle, ja, nicht? Das ist dann. Das ist das Tradition. Das andere ist müssen Sie sich vorstellen, da könnten Sie praktisch ohne ins Nationaltheater gehen, Sie müssen sich ein Ballett anschauen. Und dann singen die auch so schön. Sie singen dann immer so, freudig begrüßen wir dich edel im Herzog. Ra, ra, di, rü, di, ra, di, deudel, deudel, dumm, da, 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 da. Das haben wir nicht drauf. Aber ich bin so begeistert über Damen und Herren. Und obwohl ich den Text nicht kann, stellen Sie sich da vor, singe ich immer mit. Und es wird immer lustiger. Christopher, für dich lässt man dann über der Bühne ein Laufband mit. Ja, ja. Dann kannst du ein prompter Laufer. Radi, radi, dumm. Das ist dann so Karaoke-mäßig, weißt du? Ich sage dir was, den Ball, wenn du nicht erlebt hast, dann hast du es versammelt. Ja. Damen und Herren, also am kommenden Samstag, um 6 Uhr kommen rein. Oder wann macht es auf? Um 7 Uhr. 19 Uhr ist Einlass. Und dann kann man halt neige, kann die Plätze einnehmen, man kann auch schon was trinken. Das kann man. Und was essen. Und dann. Eine Empfangsband ist hier draußen. Ja, auf echt draußen. Ja, von, die, diese Dreier, die haben ja so eine damische Ritterkombo, die aufspielt. Also es ist wirklich schön. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen. Wünsche eine gute Saison. Und dann werden wir die Herrschaft nochmal bei uns zu Besuch haben, wenn es um den Faschingszug geht. Ich wünsche einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.